Ich glaub mich dritten Pferd, ich schwebe wie im Traum. Die Atmosphäre swingt, Musik erfüllt den Raum. Wo? Das ist doch Poesie. Ach so. Ja, guck das mal hier. Guck mal. Ja. Das ist Realität. Pariser so. Schuh und schwäbische Füße. Ach, das meinte ich doch gar nicht. Hast du die nicht. Von der Havel geholt? Unter den Füßen bebt, die Bühne erglänzt. Die Show lebt erst, ist sie durch Freunde ergänzt. Das Gefühl ist, wow, oh, was für ein Pläsier. Heute Nacht in dieser Schau, wir als Akteure hier. Oi, oi, oi. Es ist ein Traum, kneif mich in den Po. Hallo, kneif schon. Aua! Nicht so fest, du. Soll ja für beide ein Vergnügen sein. Männer denken nur an, die sind link, hä? Es gibt ja mehr linke Männer als rechte Frauen. Frauen gibt's gar keine mehr. Deswegen sind wir beide schon eingesprungen. Aber man sagt nicht genügend. Also kommen Sie aus Spandau? Sie kneifen ja sowas von vornehm, das gibt's ja gar nicht. Nein. Jetzt beginn. Jetzt beginn. Du wiederholst dich. Dem muss ich alles zweimal sagen. Ja. Jetzt beginnt die Show. Na, du bist gut. Wollen wir das im Mantel machen? Aber ja, wir sind noch gar nicht umgezogen. Ja, ja, im Moment. Auch so. Willkommen und hallo, wir sind bereit für Sie. Glanz und Gemein, der Show der Parodie. Es steht an dem Gepäck, die Bühne vollbracht. Hier gefriert das Blut, wenn das Theater erwacht. Die Lichter gehen an. Wow, 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 wow. Der Raum ist an dem Platz. Musik, Glück und zum Tanz. Und jeder Panzer wird übersehen, denn die Show muss weitergehen. Die Welt ist blau, blau, blau und nicht grau. Du bist benommen, alles dreht sich im Kreis. Wie im Kreis, bitte sind sie laut oder leis. Oh, ein Schock. Gefühle sind sie gar nicht leis. Oh, meine Baby, komm, jetzt wir gehen mit dir in eine neue Welt ins Zauberland. Jetzt beginnt die, Show. La, 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 la.
verzaubert, jetzt beginnt für uns die Show. Das reicht. Jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns. Mein Gott, was soll man mit so älteren Künstlern auch nicht machen, die noch gleich zu Beginn über die Bühne zu jagen? Hm. Sind Sie Politiker? Sie haben so einen bestechenden Blick. Kann ich Ihnen ja ruhig meine Stimme anvertrauen, ja? Können Sie mal gerade halten? Ich muss mich erst nur kurz schnell anziehen. Ich kann den ganzen Abend hier. Ja, Sie brauchen keine Angst haben. Das Ding funktioniert. Ich kenne die Gäste aus Spandau nicht, die denken, da ist kein Kabel dran, da funktioniert das Ding auch nicht. Aber es ist schlimmer am Programm, wir singen live. Da müssen Sie durch. Ja, auch. Ja, ist gar nicht so einfach. Jetzt im Moment sowieso, ich bin sowas von heiser. Vielleicht haben Sie schon gehört, aber es macht. Nehmen Sie mal den Feldstecher da vorne runter, ja? Sie zerstören sich eine Illusion. Wirklich, sowas von heißer, das glauben Sie gar nicht. Ich wollte Ihnen an für sich was husten heute Abend. Aber dann habe ich die Rechnung von meinem Hausarzt gesehen, habe festgestellt, kannst ja doch singen. So. Ja, schon kann ich jetzt. So, jetzt können Sie nach Hause gehen und behaupten, Sie hätten mal für mich gearbeitet. Es muss ja auch nicht immer die gleiche sein, für die man Puckelkrumm macht. Ist das? Gehören Sie zusammen? Mit wem gehören Sie? Ach, sind Sie solo hier? Das hätte ich ja vorher wissen müssen. Na, ja, du hast mir so viel Mühe gegeben, damit ich wenigstens einigermaßen gut aussehe heute. Ehrlich, war ja extra noch zur Kur 3 Wochen in der Schwarzwaldklinik. Hab mich. Schönheitschirurgen, die sind ja sowas von raffgierig. Also, das können Sie. Knef kann auch ein Lied davon singen. Von Frauen, die dem mal erwartet, dass mir gut aussehen. Geht's Ihnen auch so? Frauen brauchen nicht klug sein, Frauen müssen schön sein, nicht? Männer können besser gucken als denken. Und, da kann Ihrer jetzt gar nicht so drüber lachen. Oh, hat er die Pointe nicht kapiert? Nein. Oh Gott. Soll keiner sagen, unsere Gags sind ja aus dem Leben gegriffen. Na, das ist wahnsinnig warm. Hat irgendjemand so ein Tempo dabei? Guck doch mal gerade in euren Täschchen nach. Bevor ich hier nicht schon gleich zu Anfang zerfließe. Da, oh, das finde ich ganz nett. Grausam, wenn man so schwitzt. Aber ich sag mir mal lieber Schweißperlen als gar keinen Schmuck. Ne? Na, sind die Ringe auch von ihm? Ja, nicht die an der Hand, sondern in den Augen, meine ich jetzt. Na, oh, hören Sie auf. Das ist doch Ihrer, ne? Ah ja, erkenne ich das sofort. Sie schauen, Sie können es gar nicht fassen. Ne? Haben Sie noch nie so einen hübschen Mann gesehen? Na ehrlich, ne? Das kommt davon, wenn man so selten außer Haus geht. Ne? Na, muss man sich halt mit dem zufrieden geben, was da so rumliegt. Ne? Das ist ja immer diese Arroganz der Männer, die denken, die bringen das Geld nach Hause, dann können sie oben aussehen, wie sie wollen. Wir Frauen müssen uns mit dem Anblick quälen. Na ja, können Sie sich ruhig anschauen, junger Mann. So könnten Sie aussehen, wenn Sie sich auch ein bisschen schminken würden. Nein, ja, na, ist doch wahr. Warum, jetzt frage ich Sie mal, warum sollen sich Männer nicht auch schminken? Ist doch albern, lieber im Gesicht bemalt als vom Leben gezeichnet. Na, oh Gott, jetzt weint sie. Warum weinen Sie denn jetzt? Was ist denn los? Haben Sie Grund? Na, wieso weinen Sie denn? Haben Sie Probleme? Können mich doch ruhig fragen, ich habe mal früher so als Kummerkassentante gearbeitet. So SOS des Herzens, schreiben Sie an Frau Irene. Ja, ehrlich, bei uns oben in Norddeutschland habe ich so im Landboten gearbeitet. Ja, der Bauer hat mir geschrieben. Gnädige Frau, unsere Kuh, die will nicht kalben, obwohl ich jede Nacht bei ihr schlafen tue. Können sich das irgendwie erklären? Habe ich zurückgeschrieben, ja, wahrscheinlich denkt die Kuh, sie hätte schon gekalbt, wenn sie da so liegen sieht. Na ja, nur hören Sie auf. Der hat das Bauern aufgegeben daraufhin. Ah ja? Der tritt heute unter dem Pseudonym Otto auf. Der, nein. Aber,
Aber was soll's? Ich meine, ich hatte zwei und der auch schon. Ja, komm, setzt euch beiden mal zusammen, ihr Heulsusen. Nein! Warum? Jetzt komm. Nun guck mich an, so gut sehe ich nun auch nicht aus. Ich habe da auch schwache Seiten. Guck mal, allein dieses Kreuz. Hä? Wer redet dann noch von der Caroline von Monaco? Na, wie eine DDR-Brustschwimmerin, ne? Lachen Sie nicht über die DDR, denen geht's gut drüben. Die haben drüben schon doppelblättiges Klopapier. So. Ja, ein Durchschlag geht immer nach Moskau. Und, das muss ich Ihnen jetzt erzählen. Nein, hör mal. Letzte Woche habe ich mal so einen Durchschlag nach Bonn geschickt. Ne? Aber Kohl hat gemeint, genügend Scheiß am Hals. Aber ich sage, wir wollen heute Abend lieber nicht so viel über Politik reden. Politik ist immer ein heißes Eisen. Man weiß auch nie, wann ein Politiker die Wahrheit sagt. Oder wissen Sie es? Ja, da sitzen Sie mit Ihrem Talent, ne? Kein blassen Schimmer von Politik, aber bei den Fummeltanten rumhocken. Ne? Ah, ja, passen Sie auf, ich werde Ihnen das ganz gut... Ich kann Sie nicht so dumm nach Hause gehen lassen. Pass auf. Nein, es soll ja auch ein bisschen was dazugelernt werden. Wenn ein Politiker die Brille korrekt auf der Nase hat, warten Sie mal, vielleicht hätte ich ein Beispiel für Sie. Oh, wieder keine Charakterköpfe hier. Na, ah doch, hier vorne. Hier. Sehen Sie ihn? Den jungen Mann hier in der dritten Reihe. Sehen Sie, warten Sie, ich komme mal gerade runter. Oh, habt ihr das gesehen, wie ich hier runter... Ne? Das stellen Sie sich hier vor, und hier am Theater, am Kurfürstendamm, unter einer Revue-Treppe. Hier, guckt euch mal, hier, mit Rallye-Streifen. Was ist das? Eine Hühnerleiter. Na, haben Sie irgendwie von der Grünen Woche noch bekommen. Na, also, zu Ihnen wollte ich. Darf ich mal kurz hier durch? Dankeschön. Das finde ich ja wieder irre. Einer kommt, alle anderen müssen stehen. Na, pass auf, Sie können sitzen bleiben. Das ist doch eine parlamentarische Angelegenheit, die dauert doch immer ein bisschen länger. Und, oh, Sie sind aber auch nicht schlecht. Ist das ein Nerz? Oh, so ein teures Stück. Und dann die Mark für die Garderobe sparen wollen, ne? Na, bitte nein. Aber er steht Ihnen ausgezeichnet, ehrlich. Kann der leider keinen Pelz tragen, ne? Sehe ich aus wie ein Pfeifenreiniger. Na, also... Ja. Das ist ja so furchtbar, wenn man so knochendürre ist. Also ehrlich, machen Sie, ja, überall eckt man an, ohne den Mund aufzumachen. Was hat hier die Presse geschrieben in Berlin? Grausamer Knochenfund auf dem Kurfürstendamm. Das war gar nicht wahr, ich habe nur betrunken im Eingang gelegen. Na, also, jetzt habe ich vorhin du gesagt. Sagen wir du zueinander? Wie heißt du? Gerhard. Gerhard, angenehm, Schorsch. Gerhard. Sagen wir auch du zueinander? Wie heißt du? Sabine. Sabine. Habe ich das richtig? Sabine. Frau, Fräulein, Jungfrau. Fräulein. Fräulein, du musst aber lange überlegen. Hä? Jungfrau hätte mich auch gewundert, wenn man so gut aussieht, das ist schon fast eine Beleidigung. Na, es gibt ja gar keine Jungfrauen mehr, die sind ja alle schon vom Drachen gefressen worden. Na, ich bin die Einzige. Ehrlich, ich bin dreimal verheiratet gewesen, immer noch Jungfrau. Was heißt? Nacheifern. Ja, es war. Der erste war ein Architekt, die planen ja nur nicht. Der zweite war so ein Musiker, nicht? Die spielen ja nur so ein bisschen rum. Der dritte war ein Handwerker und hat gesagt, ich komme dann morgen. Ne? Na? Ja. Gerhard. Was bist du? Pensionär. Da warst du Beamter, warum schläfst du noch nicht? Was war das, Lehrer oder sowas? Ich war früher mal Handarbeitslehrerin. Ich habe ja lange immer überlegt, was gibt es überhaupt einen Beruf, wo man weniger zu tun hat, als wenn man gerade Lehrer ist. Ich bin drauf gekommen, ja, ist wirklich wahr. Fernsehkritiker, bei den vielen Wiederholungen braucht man nicht so viel Schein. Na, ist wirklich wahr. Also Sabine, pass auf, wenn ein Politiker die Brille so auf der Nase trägt, so ganz korrekt wie der Gerhard, dass er gerade demonstriert, dann sagt er die Wahrheit, ja? Schiebt er sie mehr so auf die Nasenspitze. Gerhard, könntest du das mal kurz, ja, vielleicht auch mal das Köpfchen drehen für die Jungwähler hier hinter dir. Haben Sie es alle gesehen? Bitte? Oh, okay, Gerhard, steh bitte. Bitte äußern. So. Bitte äußern Sie sich, alle. Okay, danke dir, Gerhard. Also, Sabine, wenn ein Politiker so die Brille trägt, so auf der Nasenspitze, nicht? Dann sagt er auch die Wahrheit. Ne? Schiebt es allerdings mehr so oben die Haare. Gerhard,
Das sind die Augenbrauen. Und hier sehe ich gerade eine Glückssträhne. Na, die nehmen wir. Ah ja, ihr müsst jetzt ein bisschen Fantasie haben. Also ihr müsst ja auch denken, ich bin eine echte Frau, könnt ihr auch denken, er hat Haare im Kopf, ne? Hat er auch, hat nur einen albernen Friseur, ne? Dir so einen breiten Scheitel zu kämmen, ne? Aber was denn? Ich persönlich könnte ja auch mit eigenem Haar arbeiten. Ich muss mir nur die Augenbrauen nach hinten kämmen. Na, also, Gerhard, steh vielleicht gerade auf, damit wir das Theater nicht normal haben. Bitte äußern Sie sich. Ja? Vorsichtig, wenn du dich hier hinsetzt, ne? Geht die Klappe sofort zu. Etwas, was du bei mir heute Abend nicht erleben wirst. Na, ich bin redselig. Ja, deswegen esse ich auch so gerne Macaroni, weil ich durch die Löcher noch weiterreden kann. Na, also, Sabine, wenn also ein Politiker so die Brille trägt, ne? So um den Haaren, ne? Dann sagt er auch die Wahrheit, ne? Ja, du lachst. Und wenn er das Maul aufmacht, dann lügt er. Na, Gerhard, ich darf mich bedanken bei dir. Du warst ganz reich. Vielen Dank. Bleibst du noch? Okay, das lass mich mal hier durch. Ist auch so ein kleiner Mörder, ne? Aber sehen Sie, das ist der Grund, warum wir heute Abend nicht so viel über Politik reden wollen. Und sagen Sie, können Sie das nicht dicht machen da oben? Haben Sie keinen Knopf mehr da? Naja, Sie kommen aber schusselig hier ins Theater. Warte, ich hole Ihnen mal eine Sicherheitsnadel. Also, das muss man die Leute auch noch richtig anziehen hier. Haben wir nicht immer eine Sicherheitsnadel? Da gibt doch die... Ja, dann gibt die kleinere. Also dann muss es halt mit der gehen. Nun machen Sie mal den Ömmis da oben rein. Man kann ja schließlich da oben reinschauen, ne? Wenn man sich bemüht. Und... Gibt's der Susi zu, sie hat sehr, sehr schöne Brüste, aber unser einer ist ja schließlich auch nur ein Mann, ne? Nicht böse sein deswegen, ne? Okay. Ich bin ja auch nicht der einzige Mann heute Abend, haben Sie ja bestimmt schon gesehen. Das, was hier oben steht, ist also nicht Schneewittchen mit den sieben Zwergen. Das ist unser Orchester und ich möchte es Ihnen gerne vorstellen. Meine Damen und Herren, die acht schönsten Schweizer. Sind es nicht. Aber ach, prima Freunde, die Bill Banger Band. Ha? Das ist Billy hier. Jean-Marc, der musikalische Arrangeur. Denise, Michel, Remo, Peachy, Sonja und der Donald. So, das sind sie. Oh! Ich muss auch noch ganz kurz erklären, das wird vielleicht für die Herren vor allen Dingen interessant sein. Dieses Objekt hier im langen Kleid. Guck mal vor ein bisschen. Ja, das ist also eine richtige Frau, dreh dich mal. Womit nicht gesagt, ja, das ist ja wichtig, nicht? Dass Sie also wissen, dass das ist jetzt eine richtige Frau. Nicht? Womit nicht gesagt sein soll, dass das andere, was hier oben Hosen trägt, auch richtige Männer sind. Aber Sie merken schon, heute Abend, wenn wir alle so ein bisschen durch den Kakao ziehen, die Jungs, uns und Sie natürlich auch. Sie brauchen keine Angst haben, jede Bosheit kommt von Herzen, das verspreche ich Ihnen. Und wenn der Nachbar über Sie lacht, machen Sie sich nichts aus. Schadenfreude ist doch die ehrlichste Art von Mitleid. Gerhard ist so, ne? Und wenn der eine oder andere sich hier oben wiedererkennt, ja, Sie vielleicht, heute Abend, können Sie sich noch erinnern, wo Sie mal geheiratet haben? Wie lange ist das jetzt her? 30 Jahre, da könnte ich ja Ihr Sohn sein. Ne? Na, ob Sie dann da unten noch sitzen würden und lachen, ich weiß nicht. Na, doch? Okay, der spricht für Sie. Aber können Sie sich noch erinnern, so vor 30 Jahren, so 5 Minuten vom Jahr sagen, dass einem so alles durch den Kopf schießt, so als Jungfrau? Oder gab es das damals schon nicht mehr? Na, geht mich ja auch nichts an, aber interessieren wird es mich schon. Ach, denn sonst hättet ihr nicht geheiratet. Okay. Was einem so durch den Kopf schießt, ne? Die ganzen Männer, die man doch nicht gekriegt hat. Dann schielt man so zur Seite, mit was man sich doch heute so zufrieden geben soll. Ist es so? Und wenn sie gut kochen kann, dann kriegt er einen Bauch. Wie ich sehe, können Sie sehr gut kochen. Und ja, sind Sie besser bedient, als wenn Sie mich hätten. Also ehrlich,
Mit dem Kochen ist also nicht meine starke Seite, gebe ich also ehrlich zu. Das ist also wirklich, bei mir brennt sogar das Kochbuch an. Ja, letzte Woche habt ihr Linsen in Ariel eingeweicht. Mein Mann, der hat ja vielleicht geschäumt beim Essen, das kann ich Ihnen aber sagen. Na, also, jetzt wirklich, mit dem Kochen und mit dem Autofahren, das ist also, ehrlich, ist so grausam mit dem Autofahren, also zwei Chauffeure habe ich schon durch. Und ja, und heute bin ich selbst gefahren und Gordi musste 3x50 Pfennig nachschmeißen. Ich bin trotzdem nicht in die Lücke gekommen. Und jetzt habe ich den Wagen einfach da mitten auf dem Kurfürstendamm abgestellt. Ich meine, die 3 Meter bis zum Bürgersteig kann man ja gehen. Ne? Und jetzt sagen Sie mir noch mal ganz ehrlich, heute macht es doch wieder Spaß, in Berlin auf dem Kurfürstendamm flanieren zu gehen, bei den vielen Hunden. Ah, ist es nicht so? Aber ich habe es gerade nötig, ich habe selber vier Hunde, vier kleine Hunde, Chihuahuas. Gehe ich immer mit spazieren, direkt hier vom Eingang, vom Theater, damit die Leute gleich hier reinrutschen. Sehen Sie, so kommen auch zu Geld. Auch mit Scheiß. Na, also. Ja, das hättest du vorher wissen müssen, dann hättest du nicht studieren müssen. Ne? Okay, siehst du, das hast du nochmal davon. Aber, wie gesagt, und falls der ein oder andere sich heute Abend hier wieder erkennt und sie lachen uns trotzdem alle an hier oben, dann sind wir nicht so ganz alleine und dann haben wir hier auch keine Rampe. Und wir sind wahnsinnig glücklich. Let me sing. I'm happy. Yeah! Woo! Let me sing funny song with crazy world roll along, and if my song can make you laughing, I'm happy, it's happy. Let me sing on sad refrain of broken hearts, loving rain, and if my song can make you crying, I'm happy. Let me let I'm loose to lift you out of your seat. And my thumb can itch a tooth, start you tapping your feet. I'm happy. Let me sing Dixie Shout, Ronnie Shaw, Mommy's out. And if my thumb can make you homesick, I'm happy. Let me croon the down blues to lift you out of your seat. In my thumb can itch your tooth, start you tapping your feet. I'm happy. Let me sing Dixie Shams, Ronnie Shaw, Mommy's arms, and if my thumb ho, can make me a haunting. Will ich sie anzingen, jetzt rennt sie weg. Sie ist so zauberhaft, so wundervoll, so lieb ist sie, wenn sie schläft, und keck. Dazu ihr Mund, ihr Blick, ein Kuss von ihr. Ich glaub, ich mag jedes Pfund an ihr. Ich mag das Blau des treuen Blicks von ihr. Ich mag sogar die kleinen Tricks von ihr. Liebt sie mich nicht,
das ist mir völlig egal. Komisch zumute, ich ahne und vermute, es liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der liegt heute in der Luft. Ich könnte weinen und lachen und lauter Unsinn machen, es liegt was in der Luft. In der Luft. Ein ganz besonderer Duft, in der Luft. Der liegt heute in der Luft. Das ist kein Alter zu trüb und grau. Nein, das ist ein Tag wieder Frühling so blau. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass noch was passiert. Oh. Mir ist so komisch zumute, ich ahne und vermute, es liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der liegt heute in der Luft. Jetzt kommt neue deutsche Welle 1950, Rita Paul und Uli Buhlan. Chip, 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 bang. Da hören alle zu. Spielt sie den alten Dixieland. Oh, mein Gott, wenn du. Chip, 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 sie dacht, der lässt uns keine Ruhe. Bis das der Chuck den Fieber uns backt. Oh, mein Gott, wenn du. Mein Freund, das ist der Pianist, der leitet den ganzen Ball. Spielt er so laut und so vertraut, dann stimmen die anderen mit ab. Der Chip, 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 Chipsy Band, wir hören alle zu. Spitz sie den alten Dixieland. Holle Man Dolly Man Du. Holle Man Dolly. Holle Man Dolly. Holle Man Dolly Du. Holle Man Dolly. Holle Man Dolly. Holle Man Dolly Du. Ein Gläschen Wein und du. Leise Musik dazu. Bei unserem Rendezvous. Heute Nacht ist lustig, gell? Ja. Liebe und Glück. Wo ist der Sauer? Bei leiser Musik. Du machst einen ganz kleinen Mund. Keiner Geißler, meine Kiste von dem schicken. Ein Gläschen Wein und du. Ich bin berauscht im Nu. Bei unserem Rendezvous heute Nacht. Zu allem bereit. Oh je, was ist denn los? Frauen atmen doch immer so schwer in solchen Situationen. Aber gleich so. Heute Nacht. Wer singt für uns beide dann die Welt? Wenn du beim Tanzen mich küsst. Hör auf, nicht vor den Kindern hier. Geschieht es, dass mich dein Arm noch hält? Obwohl der Tag, was bei ihr da? Bei ihr? Ja. Oh. Ein Gläschen Wein und du. Ich bin berauscht im Nu. Bei unserem Rendezvous heute Nacht. Liebe und Glück bei leise Musik sind mein Geschick für heute Nacht. Ich bin so einsam und auch oft alleine. Mensch, ich möchte einen Kerl sehen. Falls erkennen, wie oft ich so versuchte, immer jens dann hin. Das ist doch kein Leben. Das dauert ja gar nicht. Drum wende ich mich an Sie, Hallo. Jetzt ist schon eifersüchtig. Weil Sie mir so sympathisch sind. Das ist ein Gerücht. Können Sie mir nicht sagen, wo ich Ihnen bin? Na klar. Haben Sie nicht, haben Sie nicht einen Mann für mich? Ja, 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 das haben wir alles klar. Ja, 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 das haben wir alles da. Er braucht nicht schick sein. Da bräuchte es ein dick sein. Oh, ja, na? Nicht so liebe. Aber nicht so müde. Nein. Braucht kein Zaster. Aber sehr viel Laster. Das hat er auch nicht. Was hat er denn? Was kann er? Was ist er denn? Schon klein, es darf auch nicht Hunde sein. Nein. Haben Sie nicht den Mann für mich. Haben Sie nicht den Kerl für mich. Ups, haben Sie nicht den Mann für mich. Tschau!
Hallo, Pfeife. Die Avon-Beraterin. Ich mag die Männer, die so schön brutal sind. Bei denen kenn ich kein Tabu. Wenn sie mich ansehen und dann einfach rangehen, nur zu. Es ist nicht üblich, manchmal sehr betrüblich, bei harten Typen werd ich weich. Die nicht lang fragen, unverfroren sagen, jetzt gleich. So, ein Mann, der nimmt mich im Sturm, Bello schmelzt sich dahin. Denn ich weiß, er steht wie ein Turm und denkt garantiert lustig. Ich mag die Männer, die so schön brutal sind, mit dicken Muskeln überall. Mir sind Mimosen in den langen Hosen egal. Ja, ein Kerl mit stahlhartem Blick reizt mich ganz ungemein. Sitzt mir auch die Angst im Genick. Irgendwie krieg ich ihn schon klein. Wenn einer ankriecht, der nicht wie ein Mann riecht, von dem hab ich die Nase voll. Na, wer auf Draht ist und ein Mann, der Tat ist. Na toll, ne? Würdest du mir bitte die Schleppe halten? Dass du mich nach Hause gebracht hast. Aber nur bis zur Tür, ja? Und grüß deine Frau von mir. Ich hoffe, das Essen, zu dem du mich eingeladen hast, war dir nicht zu teuer. Aber ich liebe nun mal Kaviar und Sekt. Ciao, Baby. Oh. Ich bin halt ein anständiges Mädchen. Ciao, Baby. Im Klatschfalten geschah.
ich es Quark. Du isst Quark. Aber morgen fangen wir an, hä? Aus dem Stübchen bin die erste Frau im Staat, dank Helmut, Helmut, Helmut. Ist der Schnitt vom Kleid nicht neu, bleib ich dem alten Muster treu, grad so wie die Politik von Helmut, Helmut, Helmut. Loki war doch ein Schofi und mit Frau Vogel, na da läuft nicht viel, die hat doch keinen Sexappeal. Endlich ist man nicht mehr bange, rot vom Blöddreck von der Stange, Kleider, denn jetzt wird gespart, dank Helmut, Helmut, Helmut. Wenn sie jetzt mitgesungen hätten, hätte ich mir das auch sparen können, also bitte das nächste Mal. Nancy Reagan war entzückt, trägt jetzt auch den German Chic, wie ich ihn ihr demonstriert. Dank. Haltet inne. Hohes Haus, in diesem unserem Lande, wie mein Gatte Helmut immer zu sagen pflegt. Und in dieser misslichen Lage brauchen wir jede Stimme, so auch ihre. Wenn ich Ihnen also ein Zeichen gebe, jenes, dann rufen Sie ganz laut, locker, mit einer wahnsinnigen Begeisterung, so wie ich es Ihnen jetzt vormache, dreimal. Helmut, Helmut, Helmut. Herr Präsident, Sie können ruhig notieren, auch Applaus von der Linken. Also, ich zähle drei vor, dann steigen Sie alle voll mit ein, ja? Eins, zwei, drei. Haare hab ich selbst tupiert, Maggie Thatcher hat's kopiert, es regiert der alte Stil von Traumhaft, wer ist so traumhaft? Selbst Lady Di ist keine Sensation, wie die Mutter der Nation. Ich, Frau Kohl, zeig Sittsamkeit und von wegen das Schlitz im Kleid, denn Ordnung herrscht in jedem Heim. Dank Helmut, Helmut, Helmut. Helmut, der blaue Anzug muss noch aufgebügelt werden. Der ist schon wieder bei seiner Sekretärin. Helmut! Stadt der Träume, Berlin, von dir ich träume. Du Kuh, da bist so wunderschön. Berlin, dich muss man sehen. Berlin, voll Glanz und Glimmer. Warum reist man vom Westen immer wieder an? Warum ziehst du die Menschen schnell in deinen Bann?
die Atmosphäre und ein frischer Schwung hält dich und deine Menschen immer jung. Das ist Berlin, das ist Berlin, Berlin, Milieu von Sinne. Berlin, mit rosa Brille. Berlin, dein Atem macht mich satt. Berlin. Am rechten Fleck hast du Berlin, Berlin. Von jedem anderen Ort sieht es mit immer vor. Zu dieser Stadt Berlin, Berlin. Santo Di Maria Abendbrot. Sie schulden dem Finanzamt Füssen 6.462 Mark. Ich habe hier einen Pfändungsbeschluss. Was kommst du dazu zu sagen? I have nothing. Das sagt jeder, gell? I have no one. Dann müssen Sie gerade suchen, wo das übernimmt, gell? And what you sow. There's no one with nothing to give but love. Jetzt wird's hysterisch. I love you. Das ist ja Beamtenbestechung. Ja, was glaubst du, wenn du mit den beiden Kollegen in Füssen, gell? Ja, okay. You borrow diamonds. Diamonds. Oh. Right. Ja, ja, gib's es her. Borrow diamonds. But believe me, hear when I say, then you can give her the world, but you never have the way. Jetzt dreht sie durch. I love you. Das ist sie, ich bin bei verheiratet, gell? Was denkt meine Frau dazu sagen, wenn ich plötzlich jetzt mit ihnen nach Füßen komme? You can take her any place you want. Was wollen die? To French clubs and restaurants. Oder gehen wir in die Bude. And I can only wash with my nose right up against the window pane. Oh, hi.
I have nothing. Peter glotzt, gell? I have no one. Magst du's kaufen, hä? 200 Marken. Magst du's nicht? Go dancing by. Hör doch Brandon Young, or somebody else, but darling, this is all. Das ist nur da, das geht's mal zusammen. Ja, das ist, lass es mir in Ruhe sehen, gibst das Ding her. Von wegen des Startscheißen und so, gell, das haben wir überhaupt nicht gehabt. Ja. Das trifft mich hart. Hand verschnittenes Modell nennt sich die Tiffany-Leuchte. Ja, das ist ja alles Tiffany hier. Ich bin die Leuchte. Sagen Sie mal, was glauben Sie eigentlich, warum ich diese hohe Frisur trage? Damit mein Gehirn Platz hat. Na,
Nur wissen Sie auch, warum Sie mit dem Flachdach zurechtkommen, ne? Ja. Ja. Auch also. Nun bin ich ja vom Schicksal hart geschlagen. Ich bin ja intelligent und schön. Und ich habe gesagt, und schön. Nicht unschön, und schön. Ja, das ist eine bittere Erfahrung, die man macht als Frau. Das war hier, ja ehrlich, das war hier in so einem ganz vornehmen Kaufhaus. Da heißt es in einer Townsend. Das ist dieses vornehme Kaufhaus. Nein, nein, vornehmer. Ah, jetzt, wo ich Ihre Bluse sehe, fällt es mir ein. Woolworth. Ja, ja. Ja, jetzt. Also, ich muss Ihnen erklären, passen Sie auf. Das war vor 14 Tagen. Ich ging Shopping machen. Also, ich schlendere sogar durch die Regale, nehme da eine Kleinigkeit, kaufe hier ein. Nicht, mit mal kommt doch eine bildhübsche junge Frau auf mich zu, nicht? Da will ich die begrüßen. Da hat mir doch glatt die Hand am Spiegel angeschlagen. Und, ja, ich sag's Ihnen doch, schön sein ist bitter und tut weh. Ja, seitdem gehe ich an für sich mit diesem Kleid nicht mehr aus. Ja, sieh was anderes an, das blendet Sie ja auch wahrscheinlich den ganzen Abend, diese Hundehütte hier. Ich gehe schnell nach hinten hin und ziehe mir was anderes an. Oder soll ich mich hier vorne umziehen? Ihr seid ja vielleicht ein paar Ferkel. Okay, machen wir ein bisschen Schweinkrams. Ja? Okay, Gotti, allerliebste Freundin, hol mir doch mal bitte was zum Anziehen, ja? Du, wenn du jetzt rauskommst, sei doch mal bitte so freundlich, weil ich habe mich schon ein bisschen jetzt verquatscht. Mach vielleicht doch gleich eine Parodie. Ich will den ganzen Abend meine Kindheit hier verplempern. Ne? Mach doch vielleicht gleich eine Parodie, damit wir ein bisschen vorankommen. Was soll sie machen? Paola? Ja, einstimmig angenommen, Gordi. Paola, ja? Ja, hat doch keiner Nein gesagt. Also, kennen Sie doch Paola, Moderatorin aus Verstehen Sie Spaß? Steht immer so auf der Bühne, als wenn sie pinkeln muss. Na, ja, wissen Sie, wenn ich... Okay. Gordi, bist du... Okay. Sie ist soweit, sie ist soweit. Macht euch auf was gefasst. Dann würde ich sagen, ich sage es mal an, so wie wir das immer machen, wenn wir in Las Vegas arbeiten. Fühlen Sie sich also versetzt vom Kurfürstendamm in die Sandwüste von Las Vegas. Ladies and gentlemen, and the rest. For me tonight, for my own pleasure. Wie findet ihr mein Englisch mit französischem Akzent? Ist das nicht wahnsinnig? Kriege ich immer Las Vegas immer Applaus an der Stelle. Ja. Meine Damen und Herren, zu meinem eigenen Vergnügen, heute Abend, today, Paola, möge die Übung gelingen. And give a big hand for the greatest star of Kurfürstendamm Theater, Leine Maler. Oh, nee, nee, nein, stopp, 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 hört auf. Das müssen wir rausschneiden. Nein, nein, die Übung ist doch misslungen. Das muss man doch gleich sehen. Ja, was heißt hier misslungen? Als geschändetes Publikum müssen Sie das doch sofort erkennen. Das war doch toll, wie die geklatscht haben. Das war doch niemals Paola. Wenn das Paola ist, bin ich kurz Felix. Wie kommst du jetzt auf Paola? Hast mich jetzt nicht erkannt? Paola war gewünscht. Nee. Also, jetzt hat sie was anderes. Was hast du gemacht? Jetzt guck mich doch mal genau an. Sehe ich nicht. Gib mal die Brille. Gib mir doch mal. Oh, das finde ich reizend von dir. Dankeschön. Findest du wieder zurück? Okay. So. Das ist ja eine Männerbrille. Nee, das macht mich zu männlich. Gib mir deine. Ach, du ahnst es nicht. Sie sehen nichts mehr dann?
mach dich, dann komme ich nachher nachkassieren, ne? Das ist nämlich teurer, wenn man in der ersten Reihe nichts sieht. Also ich sag ja nichts mehr. Was machen Sie? Über was lachen Sie jetzt eigentlich? Sie sehen doch gar nichts, denke ich. Na also, pass mal auf hier. Das ist ja nichts hier vorne heute. Na, pass mal auf, ihr werdet jetzt alle ausgetauscht. Ihr vertaugt ja nichts. Nein, also wirklich, die ersten 10 Reihen hier. Du warst ja so, Hören Sie mal zu, wir haben uns hier schon 20 Mal umgezogen, ne? Und Sie sitzen immer noch im gleichen Kleid da. Da wollen Sie mir doch wohl nicht erzählen, dass Sie hier taugen. Nein, pass mal auf, ihr werdet jetzt alle ausgewechselt, ja? Ihr setzt euch jetzt alle Nacht dort die ersten 10 Reihen, ne? Nun fang schon an, ohne Brille dauert das länger. Na, also, hier, nun fang mal an zu packen, ne? Ihr werdet jetzt alle ausgetauscht, ihr geht jetzt alle schön brav nach dort hinten hin und die Herrschaften von da hinten setzen sich alle hier vorne hin. Ist das eine Überraschung? Ja? Oh, toll. Also wie ihr hört, man ist sich einig da hinten. Ja, was heißt denn nein, ich bleib hier. Ich schick sie ins Heim. Na, also pass mal an. Ich meine, das kann ja nur, hören Sie mal, die glauben ja gar nicht, was hier vorne los ist. Also, naja, die keinen Knopf in der Bluse, ne? Die keinen blassen Schimmer von Politik, ne? Die eine schmutzige Brille, ne? Aber in der ersten Reihe hocken wollen, ne? Dann machen sie das irre. Das kannst du aber nicht machen, Sie haben ja schließlich auch dafür bezahlt. Das hat mit dem Bezahlen nichts zu tun. Ein bisschen tolerant muss man sein. Ja. Oh. Oh. Also, warum geht ihr nicht? Ihr habt doch gehört, ich meine, das kann ja nun wirklich keinen Grund haben, dass man all diese netten Leute da hinten hingesetzt. Oh. Doch. Ihr könnt alle wieder auspacken hier vorne. Bleibt alles beim Alten. Uiuiui. Gordi? Wink mal. Ich komme vor unser Bundeskanzler, ich habe die Richtung verloren. Doch hier. Wink größer, größer hier. Ah. Jetzt habe ich sie erkannt. Toll. Inge Meisel mit einer schwarzen Perücke. Also du bist ja unverbesserlich. Ist nicht richtig. Inge, also jetzt sehe ich das nicht richtig. Das liegt an der Brille hier. Das ist ein Kassenmodell. Siehst du, AOK. Ja, natürlich. Rodenstock, ne? Warum kaufen Sie sich denn mal so eine schicke von Villerie und Boch? So, hier. Jetzt nehmen Sie das mit nach Hause. Das nächste Mal kommen Sie hier Wienert hierher, ne? Mit so einer... Guck mal, wie nett ich zu den Leuten bin. Und du bist so böse zu mir. Doch, siehst, dein Hinterteil sieht auch schon böse aus. Also blamiert hast mich hier, Inge Meisel. Jetzt guck mich doch mal genau an. Ha? Amerikanische Fernsehserie? Na? Rin-Tin-Tin, ne? Jetzt. Also jetzt, Rin-Tin-Tin war ein Hund. Dann bell doch und schon hab ich recht. Ach, und die auch noch. Oh, ich mach doch auf Alexis. John Collins. Oh, wer will denn das denn das sehen? Wer interessiert sich denn dafür? Denn wer? Ja, siehst du. Also hier, der Herr. Jetzt passt du. Ein Einzelner. Das kommt ja wieder nicht an. Na ja, nun, jede Show kann ja nicht nur Höhepunkte haben. Sonst wäre ich ja von der Bühne nicht mehr wegzudenken. Oh, das wird in den Rheinfall, da klatscht keiner. Nein, da klatscht keiner. Was habe ich gesagt, es klatscht? Nein. Wow! Nicht! Oh. Wow! Oh. Hast du das gehört? Ist das ein Wahnsinn? Spinnt denn ihr? Hört ihr auf! Oh. Oh.
Wow! Sie stellt sich hier oben hin und tut so, als wenn sie es im Rücken hat, und da flippt ihr aus. Und ich reiß mir heute Abend den Arsch auf, da passiert überhaupt nichts. Jetzt reicht der Mann. Das kannst du aber jetzt aber nicht behaupten. Aber eine dufte Nummer, die sie da drauf hat. Gell? Lass mich deine Christel sein. Im Moment könnte es eher als Stehlampe gehen, ne? Birne reindrehen und brennen. Schmeiß doch deine rüber, ich brauch's da unten nicht so hell. Hab ich doch glatt dein Kostüm vergessen, aber ich konnte nichts mehr tragen. Oh. Guck. Tut mir leid, kommt er halt um euer Schweinkrams. Und nun hat es euch bei 30 Jahren auch so geklappt in der Ehe, wird es heute Abend auch mal gehen wieder, ne? Sehe ich mich ja. Das Kinder, macht euch keine Sorgen, das dauert doch nur 20 Sekunden, dann bin ich wieder return, ne? 20 Sekunden. I'm return. Ja, wetten das, Herr Elsner. Okay, die Watte quillt. 20 Sekunden, aber schön langsam zählen, ne? Ja. In deinem Alter musst du froh sein um jede Sekunde, die etwas länger dauert. Nein. Also du musst, pass auf, ich sag dir das ganz kurz. Ja, also dann ist es ja noch ein bisschen. Nein, du musst zählen. Eine Sekunde, ne? Und dann musst du überlegen, was kommt jetzt? Ne? Und wenn du das dann ausdiskutiert hast mit den netten Herrschaften, ja, dann kommst du zur zweiten Sekunde, ne? Sabinchen, und du passt auf, dass du nicht bescheißt. Ne? Sonst erkläre ich dir nie etwas wieder. Okay, okay, nie wieder werde ich dir etwas erklären. Und so ich dachte, kann man es auch sagen. Vorschenkel seien verboten. Oh Gott, ja. Also die hält mich ja nur für blöd, nicht? Als ob ich nicht von 1 bis 20 zählen könnte. Ich kann sogar von 20 rückwärts, wenn ihr mir ein bisschen helft dabei. Macht ihr mit? Alle? Wow! Und wir beeilen uns ein bisschen, dann sind wir früher fertig und die muss in der Kordage raus, kriegt ihr doch noch euer Ding. Ja, okay. Und wir beginnen mit. Also ich finde, einig sollten wir uns schon sein, ne? Wir beginnen mit. Toll. Wahnsinn. Stimmt's bis jetzt? Ja, ehrlich? Finde ich toll. Wo sind wir stehen geblieben? 15? Okay, machen wir weiter mit 14. Toll, machen die das. Na? Man hat mich gerufen. Also länger konnte ich jetzt nicht mehr warten. Christel! Oh, Alexis. Was machst du hier in meinem Hause? Brennt das Altersheim? Ich hab mich schon dreimal, hab ich mich schon schön als operieren lassen. Und dann sagt sie mir sowas. Oh. Gordi, du hast Haarausfall. Gerhard, soll ich dir aushelfen? Oh, du siehst viel besser so aus. Ja. Ich gebe dir den Pfiffi zurück. Das kommt. Hat sie Waldsterben auf dem Kopf. Das kommt davon. Ich habe dir immer gesagt, sollst du deine Haare nicht mit Dioxin waschen. Sulfrin heißt das Zeug gegen Schuppen. Setz dich vorm Spiegel, entrüste dich dort. Ich habe ja heute Nachmittag mal so ein Bild von E.T. vom Spiegel geklebt. Das hat die immer noch nicht gemerkt.
Ich habe sie noch hochgenommen. Sag, findest du nicht, sie sieht komisch aus? Sag, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der Spiegel zerrt ein wenig. Also, Sie wissen nicht, wie ihr Tier aussieht? Nee? Pitschi, komm noch mal nach vorne. Komm mal nach damit haben wir bewiesen, dass man auch als kleiner Mann ganz groß rauskommen kann. Also lassen Sie sich was einfallen. Na, aber Gordy muss blind sein. Vorhin, als wir uns umgezogen haben, da hat sie behauptet, ich hätte Falten in den Strümpfen. Ich hatte ja noch gar keine Strümpfe. Ich glaube, ich bin eine kleine Plaudertasche. Ich rede zu viel. Ich werde immer mehr Frau. Reden Sie auch so gern? Es gibt ja sogar Männer, die behaupten, warum überhaupt heiraten, wenn man Papagei schon für 500 Mark bekommt. Ja, trifft uns Frauen viel härter. Nee, so ein Esel kostet 10.000. Aber nur, was soll's, ist ja auch eh zu trocken hier. Oder habt ihr mir was mitgebracht zu trinken? Bitte? Na, ihr seid Freunde. Na, darf ich... Oh, hast du was? Himbeersaft, was ist das? Kirschsaft? Wie Rosé? Französische Rosé, was ist das? Wein? Alkohol auf der Bühne? Er muss vernichtet werden. Ja, trink nur ein kleines Schlückchen. Brauchen keine Angst. Rechts kommst du dann, Sabinchen. Ne? Oder möchten Sie, weil Sie mir die Brille geliehen haben. Ne? Oder Sie? Das ist eine kleine Säuferin hier. Okay, ich bringe nur ein kleines Schlückchen. Ich bin ja hier als Dame gedacht, da ist das Nippen und nicht Kippen. Ne? Also sag Prost. Also, Prösterchen ist besser als im Klösterchen, nicht? Ne? Oh. Oh, verflucht. Jetzt hast du aber Pech gehabt. Jetzt ist bei mir der Kerl durchgekommen. Also, na, ist mir jetzt richtig. Ist mir jetzt richtig unangenehm. Aber das macht nichts. Damit haben wir Harald Junke auch parodiert. Und, warum soll ich nicht auch mal was trinken? Ich möchte auch mal, dass sich alles um mich dreht. Aber ja. Okay, na, dann würde ich sagen, dann machen wir als nächstes auch wieder eine kleine Parodie. Auf Heino. Nicht. Nein, Sie sind so ein nettes Publikum. Und na, für Sie haben wir also was noch Schlimmeres gefunden. Ja, ihr seid ja schon mal so der harte Kern. Und etwas dreimal so schlimm ist, die Jakob-Sisters. Boris und Tango, Monsieur, Spaß muss sein bei diesem Tango.
Ich frag mich eines nur, wie bring ich meine Falten weg? Die Hände kann ich verstecken, Figur ins Miedegezweck. Doch was nützt mir das nur, wenn im Gesicht mir alles hängt? Doch mit einer kleinen Kleinigkeit gibt's die Probleme nicht. Mit dieser großen Kleinigkeit wächst du und du auch du. Kindlich, also Kindchen, dann brauchst du keine Millionen. Du fehlt kein Pfennig zum Glück, dann brauchst du weiter nichts als Hopp und Hörbuch zu fern. Dann hab ich keine Probleme, auch wenn ich gar nicht mehr tanz. Denn Hormozento wechselt mir die Rente voll und ganz. Come in the casa errata, siamo quasi preparata, una fatta delle casa. Vili luci, vili voci, vili cuori stabiliti, sono tutti in allegria, oh che felicità! Rosamunda sei, mi guardi tu. Rosamunda, no, resisto più. Tutte le coppie fuori, champagne. Io non mi trovo a saltella. Rosamunda, tu mi fai gioire, Rosamunda, tu mi fai stordire sotto le stelle, a cuore, a cuore. È tanto bello fare all'amore, Rosamunde, hey, tu sei la vita per me, Rosamunde, tu tieni il cuore per te, nei tuoi baci c'è tanta felicità, quando io mi piace, Rosamunde. Rosamunde, tu sei la vita per me. Rosamunde, tu tieni il cuore per te.
name to all but Jim. C'è tanta felicità che quando tu ti piace cosa vuole, cosa vuole, cosa ist mal fröhlich, mal traurig. Sie ist Wahrheit und Lüge. Sie ist kalt, sie ist heiß. Sie macht müde, sie macht heil. Sie kann trösten und quälen. Wen sie fesselt, macht sie frei. Sie spricht tausend Sprachen laut, laut, laut. Musica, Musica, bleibt was sie immer war, mal Rauschgift und mal Medizin. Immer nur Radio auf deinem Weg nach Hause, spät am Abend und am Morgen auch. Musiker, Musiker, Musik ist immer da, was wäre das Leben ohne sie? Wie ein Montag ohne Zeitung, wenn er Reifen ohne Luft, wie ein Gewitter ohne Regen, wenn er Rose ist ohne du. Zwischen zwei Toren im Fußballstadion und bei 100 auf der Autobahn. Musiker, Musiker, Musik ist immer da. Was will das Leben ohne sie? Wie ein Film, der ohne Ton läuft, wie ein Zirkus ohne Clowns, wie ein Jahrmarkt ohne Lachen, wie ein Schlaf ganz ohne Traum. Sie ist schön, sie ist schlau, sie kann Zweifel besiegen, kann Bewunderer betrügen. Sie ist wie eine Frau. Sie ist leicht, sie ist schwer, ist mal Engel und Teufel. Wer sie spürt, spürt's mich. Der liebt sie sehr und vergisst ihr Schmeichel niemals mehr. Musiker, Musiker, Schlampe und Superstar, was wäre das Leben ohne sie? Aus einer Gurgel im Park von Kopenhagen, von einer Bühne im Fußballbad Baden, aus der Jukebox in der Vorstadtbar. Musiker, Musiker, Musik ist immer da, was wäre das Leben ohne sie? Der Bilder ohne Ton läuft, der Zirkus ohne Clown, die Mary ohne Gordy, der Schlaf ganz ohne Traum.
Also, die Musik ist gegangen und der Vorhang hat sich gesenkt. Und damit kommen wir auch so langsam zum Schluss heute Abend. Ich darf mich bei Ihnen ganz, ganz recht herzlich bedanken. Nicht nur für den Applaus. Sie haben Nein gesagt, das schönste Wort heute Abend. Aber unser Anne ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Unser Heimleiter steht schon wieder in der Tür. Ich darf mich bei Ihnen ganz, ganz recht herzlich bedanken. Nicht nur für den Applaus, sondern auch vielmehr fürs Lächeln. Denn das ist doch etwas, was von Herzen kommt. Und alles, was von Herzen kommt, ist meistens immer sehr, sehr ehrlich gemeint. Und das möchten wir jetzt auch gern zu Ihnen sagen, mit dem letzten Lied, dem wir uns auch gleichzeitig hier von Ihnen verabschieden. Ein Mörder fällt, doch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg war manchmal krumm, manchmal eben, dass du dann grad stehen kannst. So lebt dein Leben, dass du dann sagen kannst, ich hab getan, was manchmal sein muss. Ich hab gelebt, getanzt, es ist nicht viel, was ich bereuen muss. Ich nahm, was mein war, doch ich hielt die Hand auf, auch zum Geben, dass du das sagen kannst. So lebt dein Leben. Ich weiß, es gab so manches Mal nach einem Hoch, manch tiefes Tal. Ich hab so oft umsonst gehofft, ich hab's gefühlt und doch verspielt, hab viel gefragt. Und nicht durchschaut, was zu durchschauen war. Ich hab dafür bezahlt und noch geprahlt, wenn ich schon down war. Und heute schau ich zurück, ob man's verzeihen kann und vergeben. Dass du das sagen kannst, so lebt dein Leben. Denn was wäre ein Mensch, der keiner ist, der nicht als Mensch er selber ist. Sagen kannst,
so lebt dein